Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück auf meinem Channel und zu einem neuen Video. Und falls ihr das erste Mal hier seid, auch hier erstmal herzlich willkommen. Ich bin Aniva und ich zeige euch jede Woche neue Tipps und Tricks, Styling-Techniken, Produkttests und noch vieles mehr. Alles rund um das Thema Haare und Locken. Und heute werde ich wieder zwei Produkte ausprobieren, die zumindest von dem, was da drauf steht, perfekt für den Sommer geeignet sein sollten. Und ich zeige euch auch einfach mal direkt, um welches sich heute dreht. Und zwar habe ich hier heute zwei Produkte von der Marke Curl Keeper. Ich habe hier einmal einen Leave-In Conditioner und hier ein Liquid Styler. Wir gucken uns die Produkte einmal kurz vom Nahen an und fangen an mit dem Leave-In Conditioner. Hier steht schon vorne direkt drauf, dass es Seidenproteine enthält, die in diesem Fall trockene Haare wieder weich machen sollen. Aber wir wissen natürlich auch, dass Proteine dafür da sind, Haare wieder stark zu machen, sodass sich die Locken zum Beispiel besser halten können. Und hier steht auch drauf, dass es für alle Lockentypen geeignet ist. Hinten haben wir dann All-Day Lightweight Moisture stehen, was dafür steht, dass es eben Feuchtigkeit spendet und es ist ein leichtes Produkt, was also perfekt für den Sommer sein sollte. Es verspricht, dass kein Build-Up entsteht und dann steht hier auch, dass es water-based ist, also es basiert auf Wasser, sodass die Haare frizzfrei bleiben und das auch bei feuchtem Klima. Und dann haben wir hier den Original Liquid Styler. Hier steht vorne auch wieder direkt drauf, dass es für alle Lockentypen geeignet ist und es verspricht hier eins und zwar frizzfreie Locken. Hinten haben wir dann auch wieder die Begriffe wie beim Leave-In Conditioner, also es ist ein leichtes Produkt, es ist wasserbasiert, es soll kein Build-Up entstehen, es soll den Frizz komplett kontrollieren und das auch bei feuchten Temperaturen oder feuchtem Klima und es soll sich auch in den nächsten Tagen immer wieder reaktivieren lassen, sodass es dann auch über Tage hinweg immer noch alles frizzfrei bleibt. Das sind also die beiden Produkte, die ich heute ausprobieren werde. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, weil ich hier auch schon so sehen kann, dass dieses Gel oder zumindest dieser Liquid Styler wirklich sehr flüssig zu sein scheint. Da werden wir mal gucken, was das letztendlich für eine Konsistenz hat und wie sich das alles einarbeiten lässt und natürlich auch, wie das Endergebnis aussieht. Ich habe die beiden Produkte von Curls Friendly zur Verfügung gestellt bekommen. An dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Curls Friendly. Ich habe euch die ganzen Informationen zu diesen Produkten und auch zur Seite von Curls Friendly hier unter dem Video in der Videobeschreibung verlinkt. Guckt da einfach gerne mal vorbei. Und jetzt geht es ans Styling. Wie bei jedem Produkttest habe ich natürlich auch heute wieder meine Haare frisch gewaschen und habe jetzt gerade nichts in den Haaren drin. Heißt also, wir können wirklich gucken, wie die beiden Produkte in meinen Haaren wirken. Und ich arbeite heute natürlich auch wieder in drei Partien und nehme hier jetzt quasi erstmal alles so ungefähr ab der Mitte des Hinterkopfes. Und den oberen Part, den stecke ich mir einmal weg. Ich werde jetzt auf jeden Fall meine Haare erstmal wieder hier mit Wasser ansprühen mit meiner Sprühflasche, weil es hier alles schon wieder fröhlich am Trocknen ist. Und ich meine Haare natürlich nie so style. Ich gucke immer, dass ich das Squish-Geräusch in den Haaren habe, damit sich das Produkt auch leichter mit der Feuchtigkeit verbinden kann und auch leichter und tiefer in die Haare eindringt. So, dann wollen wir mal gucken. Bei den Anwendungshinweisen steht jetzt nichts Neues, also es kann genauso angewendet werden, wie ich alle anderen Produkte auch anwende. Mal gucken, was hier jetzt bei rauskommt. So sieht es aus. Also ihr seht schon, es läuft mir direkt die Hand runter. Es scheint auf jeden Fall sehr flüssig zu sein, was dafür spricht, dass es eben sehr, sehr leicht ist. Es riecht tatsächlich sehr süß, sehr blumig. Passt auf jeden Fall auch zum Sommer. Es riecht nicht penetrant. Also ich glaube nicht, dass meine Haare danach riechen werden, wenn sie getrocknet sind. Es ist auf jeden Fall nur so ein ganz, ganz leichter Geruch, aber auch sehr angenehm. Also ich finde es gut und es lässt sich tatsächlich sehr einfach in den Händen verteilen. Es ist so ein bisschen wie so Flüssigseife irgendwie vom Gefühl her. Und das arbeite ich jetzt einfach mal in die Haare ein. Oh, das geht auf jeden Fall sehr gut. Aber ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr. Ich habe jetzt ungefähr die gleiche Menge nochmal genommen. Also der Slip ist 1A, muss ich wirklich sagen. Es lässt sich extrem leicht verteilen, es lässt sich richtig gut einarbeiten. Meine Hände gleiten wirklich richtig durch die Haare. Okay, das war auf jeden Fall gut. Ich glaube, die Menge, die ich jetzt benutzt habe, war auch perfekt für diese Haarhälfte. Also ihr seht, wie lang meine Haare jetzt mittlerweile schon wieder geworden sind. Die wachsen irgendwie gerade echt wie Unkraut. Gucken wir uns das hier mal an. Das ist ja wirklich sehr, sehr flüssig. Auch hier steht bei den Anwendungshinweisen nichts Neues. Also auch hier einfach wie immer benutzen. Okay, ihr seht auf jeden Fall, es ist sehr flüssig. Noch flüssiger als der Leave-In Conditioner. Ich glaube, ich kann meine Hand hier jetzt auch nicht irgendwie drehen oder so. Aber ihr seht vielleicht, dass es meine Hand hier sofort runterläuft. Es ist wirklich sehr, sehr flüssig. Aber es hat auf jeden Fall auch so eine ganz leichte, gelige Konsistenz. Also es bleibt schon an den Fingern hängen. Es
Bildfäden. Ich weiß nicht genau, ob man dazu Gel sagen kann. Eigentlich ist es ja eine Art von Gel. Es ist halt ein sehr, sehr flüssiges Gel. Ich wüsste auch nicht, als was man es sonst bezeichnen soll. Also wenn es kein Gel ist und kein Schaum, was ist es dann? Es riecht auf jeden Fall genauso wie der Leave-In Conditioner, aber noch leichter, also fast nach gar nichts. Lässt sich hier in der Hand noch besser verteilen, fühlt sich noch mehr wie so eine Handseife an und wird sich wahrscheinlich auch in den Haaren sehr, sehr leicht anfühlen. Ja, und ich merke es auch schon, der Slip ist wieder hier wunderbar. Meine Finger gleiten auch hier einfach wieder durch die Haare. Klappt also auch hier wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, hier kann ich auch ruhig noch mal ein bisschen mehr nehmen. Ich nehme hier jetzt auch einfach mal wieder die gleiche Menge. Also das lief auf jeden Fall schon mal sehr, sehr vielversprechend. Mir ist gerade aufgefallen, und das dürfen wir auch nachher, wenn wir uns das Ergebnis angucken, nicht vergessen. Hier auf den Produkten steht nichts von wegen Definition, hier steht nichts von wegen Halt, hier steht nichts von wegen Volumen. Dadurch, dass es sehr leichte Produkte sind, gehe ich davon aus, dass mein natürliches Volumen wahrscheinlich sehr gut durchkommt. Hier gibt es anscheinend nichts, was meine Haare irgendwie beschweren kann, weil hier eben auch so oft Lightweight und Water-Based draufsteht. Aber hier steht eben halt auch nichts darüber drauf, dass es sehr schöne Definition geben soll. Es soll halt den Frizz kontrollieren. Deswegen bin ich ja immer so ein bisschen vorsichtig. Heißt jetzt, dass das Frizz kontrolliert auch, dass die Haare dann perfekt definiert sind? Weiß man nicht. Gucken wir uns nachher auf jeden Fall mal an. Aber ich wollte schon mal so in den Raum werfen, einfach damit wir uns später nicht wundern und dann irgendwie sagen, okay, ach so, das steht ja auf dem Produkt noch gar nicht drauf, dass es irgendwie für Definition sein soll, für Volumen oder sonst irgendwas. Ich werde jetzt auf jeden Fall mit dem Styling erstmal weitermachen und dafür nehme ich mir jetzt hier meine Damron Brush. Die kennt ihr auch schon aus meinen ganzen anderen Styling-Videos. Und ich habe auch hier immer noch alle 7 Reihen drin und hier nehme ich jetzt einfach so kleine random Partien, setze die Bürste an, drehe sie, erzeugt damit Spannung an der Locke und ziehe die Haare vom Kopf weg. So bildet sich hier dann nämlich auch schon eine Art von Volumen und das mache ich jetzt einmal um den ganzen Kopf rum. So, das habe ich jetzt gemacht und damit ist die erste Partie dann im Prinzip fertig. Jetzt geht es auch schon direkt an die zweite Partie. Dafür nehme ich mir die Haare einmal hier auf die Seite. Und jetzt nehme ich mir quasi einmal alles bis auf die obere Kopfkrone. Das heißt, ich gehe hier jetzt einmal einfach durch und nehme mir jetzt wirklich hier einmal alles bis auf diesen oberen Kopfkranz hier. Den stecke ich mir einmal kurz weg. Und das ist jetzt die zweite Partie. Und mit der mache ich jetzt exakt das gleiche wie mit der unteren. Das heißt, ich sprühe das hier jetzt auch erstmal einfach alles so weit an, bis da die Feuchtigkeit wieder drin ist, bis ich das Squish-Geräusch wieder drin habe. Dann arbeite ich den Leave-In Conditioner ein, danach diesen Liquid Styler, das Gel. Und dann bearbeite ich einmal alles kurz mit der Damron Brush. Und hier oben mache ich dann wieder exakt das gleiche, nur mit dem Unterschied, dass ich die Damron Brush nicht einmal so um den Kopf rum anwende, sondern mich von hinten nach vorne arbeite. Und hier vorne dann noch so ein bisschen Fingercoiling. Ihr wisst das aus den anderen Videos. Ich habe hier einfach diese Babylocken. Die hier ist übrigens jetzt auch schon wieder ordentlich gewachsen. Also ich weiß nicht, was ihre Mission ist, aber irgendwie will sie langsam auch genauso lang werden wie alle anderen Haare, was mich freut. Deswegen lasse ich sie hier einfach mal so ein bisschen rumdümpeln. Aber ja, das ist auf jeden Fall der Plan. Ich werde jetzt einmal kurz alle meine Haare stylen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich scrunch das jetzt noch einmal ein bisschen durch, einfach um die Locken zu aktivieren und auch von den unteren Partien das alles nochmal so ein bisschen hochzudrücken, weil das natürlich jetzt auch alles schon so ein bisschen angefangen hat zu trocknen. So, und damit ist das Styling jetzt im Prinzip beendet und jetzt kommt tatsächlich hier meine Föhnhaube. Wenn ihr die Videos in den letzten Wochen gesehen habt, dann wisst ihr, was diese Föhnhaube für ein krasses Ergebnis erzeugt hat. Deswegen benutze ich sie jetzt heute auch einfach mal. Mir ist auch hier wieder gerade aufgefallen, dass hier nichts davon draufsteht, dass sich irgendwie ein Cast bildet oder dass man irgendwas rausscrunchen soll. Aber ihr wisst ja, mit dieser Föhnhaube hat sich ein richtig schöner Cast gebildet. Deswegen, ja, bin ich mal gespannt, ob sich hier heute auch wieder einer bildet. Ich setze die einmal ganz kurz auf. So, dann habe ich hier meinen Föhn, packe da einmal die Haube drauf
Und jetzt bin ich im Prinzip soweit. Jetzt kann ich endlich anfangen mit dem Föhn. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Ergebnis aussieht. Ich werde meine Haare jetzt einfach mal in dieser Haube so lange diffusen, bis sie komplett trocken sind. Ich werde dann einmal euch das Ergebnis zeigen, bevor ich das dann ausgrunge, aufschüttel und wir uns das Endergebnis angucken. Aber bisher fühlt sich das auf jeden Fall alles sehr hydriert an. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich hier gerade richtige, schwere, reichhaltige Produkte eingearbeitet habe. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie sich das Haargefühl allgemein anfühlen wird. Ob es weich ist, ob es irgendwie geschmeidig ist, wie der Glanz ist. Aber das gucken wir uns dann nachher an. Ich werde das auf jeden Fall hier erstmal trocken diffusen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich glaube, meine Haare sind jetzt trocken. Ich nehme die Haube jetzt einfach mal ab. Ja, das sieht trocken aus und es fühlt sich auch trocken an. So, das sind meine trockenen Haare aus der Haube, ohne dass ich irgendwas ausgescrunched oder aufgeschüttelt habe. Ihr könnt es jetzt wahrscheinlich gerade gar nicht sehen, aber es hat sich ein ultra leichter Cast gebildet. Also es hat sich auf jeden Fall eine Schicht um die Haare gebildet. Ich glaube nicht, dass man das hier in der Kamera sieht, dass da irgendwas ist. Aber ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass meine Locken jetzt irgendwie sehr weich sind. Es ist so minimal knusprig. Ich würde sagen, ich scrunch das jetzt einfach mal so ein bisschen aus, schüttel das so ein bisschen aus und dann können wir uns das Endergebnis angucken. So, meine Haare sind ausgescrunched, aufgeschüttelt und ich finde, das Ergebnis ist richtig schön geworden. Ich finde, meine Locken haben auf jeden Fall Definition. Ich finde, sie haben auf jeden Fall Halt. Ich habe das vorhin gesagt, es steht auf den Produkten nichts davon drauf, dass es irgendwie Definition bieten soll, dass die Haare Halt bekommen, dass sie voluminös werden. Und ich finde trotzdem, dass das alles hier in diesem Ergebnis sichtbar ist. Ich finde vor allen Dingen auch die Definition in den Locken an den Spitzen krass, dass das da wirklich so richtig schön saftig aussieht. Die Haare glänzen richtig schön, die Locken liegen aufeinander, bilden Volumen und es sind tatsächlich auch so richtig schön dicke und große Locken. Also wenn ich mir das hier so angucke, das sind alles so einzelne Locken, die einfach so aufeinander liegen und es sieht einfach richtig heftig aus irgendwie. Und es sind auch richtig schöne Korkenzieher dabei, also es sind immer wieder so einzelne Strähnen, die sich dann auch richtig hochgezogen haben. Liegt natürlich so ein bisschen auch an der Haube, die begünstigt das natürlich, weil die Haare gar nicht die Möglichkeit haben, sich lang zu ziehen. Deswegen bin ich auch immer wieder überrascht und verblüfft, was diese Haube bei mir für ein Ergebnis bringt. Aber ich finde trotzdem, dass die Haare allgemein von den Produkten richtig schön geworden sind. Also ich bin mit diesem Ergebnis richtig happy. Sie riechen tatsächlich auch nach gar nichts. Ich würde behaupten, dass da so ein ganz, ganz leichter Hauch von dem Leave-In Conditioner noch zu bemerken ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich mir das gerade nur einbilde. Ich finde, sie riechen auf jeden Fall nach fast gar nichts. Sie riechen wirklich sehr, sehr neutral. Was ich trotzdem einmal ankreiden muss, ist der Frizz. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen dadurch geschuldet, weil es eben, ich glaube, es ist schon ein Gel, aber hier steht halt auch nichts davon drauf, dass es ein Cast bilden soll. Es hat sich jetzt ein ganz, ganz leichter Cast gebildet, aber ich glaube, er war nicht stark genug, um zum Beispiel das hier, diesen Frizz-Film jetzt hier auf den Strähnen, im Zaun zu halten. Also ich glaube, man könnte jetzt theoretisch die Hände einfach noch mal ein bisschen anfeuchten, noch ein bisschen was von diesem Gel nehmen und so darüber streichen. Ich versuche es jetzt einfach mal ein bisschen mit Wasser. Ich mache jetzt meine Hände einfach mal ein bisschen nass und streiche hier so drüber. Und ja, damit wird auf jeden Fall der Frizz ein bisschen gezähmt, aber halt nicht doll. Also man sieht auf jeden Fall, hier sind einige Strähnen, die können sich einfach nicht halten, weil es vielleicht zu fein ist, weil es vielleicht auch ein bisschen zu viel war, was ich jetzt hier in den Haaren rumgewühlt habe. Aber es sind natürlich jetzt nicht unbedingt die Produkte, die ultra viel Halt geben sollen. Was wir stattdessen mit diesen Produkten haben, sind zum Beispiel Proteine. Es sind sehr, sehr leichte Produkte, die die Haare wirklich null beschweren. Ich habe hier wirklich gar nichts an Build-up. Ich fühle auch keine Produktrückstände an den Händen. Also es fühlt sich wirklich alles sehr clean und sehr sauber an. Das ist auf jeden Fall auch was hier auf den Produkten draufsteht und versprochen wird. Und was ich bestätigen kann. Was ich auf jeden Fall jetzt so in den nächsten restlichen Sommerwochen nochmal ausprobieren werde, ist das mit diesem feuchten Klima. Ob es da irgendwie wirklich Unterschiede zwischen den anderen Produkten gibt, die ich sonst benutze, ob sich das hier einfach irgendwie alles noch ein bisschen mehr hält oder einfach weniger Frizz erzeugt. Also das werde ich auf jeden Fall in den nächsten Wochen nochmal beobachten. Aber ansonsten
muss ich wirklich sagen, ist das ein richtig schönes Ergebnis geworden. Ich würde sagen, der Produkttest ist gelungen. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Ergebnis sagt oder auch was ihr zu den Produkten sagt, ob ihr die schon mal ausprobiert habt. Schreibt gerne alle eure Gedanken unten in die Kommentare, ich würde mich freuen. Und ansonsten, falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Und falls ihr neu auf diesem Channel seid, auch hier erstmal hi und herzlich willkommen. Ich bin Aniva und ich zeige euch jede Woche Produkttests, Styling-Techniken, Tipps und Tricks, Reviews und noch vieles mehr. Alles rund um das Thema Haare und Locken. Also falls ihr nichts verpassen wollt, ist der Button zum Abonnieren da unten. Und klickt am besten auch noch direkt auf die Klingel, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald das neue Video online ist. Und damit würde ich sagen, macht's gut und bis nächste Woche.